Hallo, ich bin Anja von saubersaugen.de und heute zeige ich euch, wie ihr beim Tiger 251 und beim Tiger 252 die Staubbeutel und die Filter wechseln könnt. Der Tiger 252 und der Tiger 251 sind nahezu baugleich. Sie unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass sie verschiedene Aufnahmen vom Schlauch her haben und die Schläuche unterschiedlich sind. Das erkläre ich euch in einem anderen Video. Filter, Tüten, ist alles absolut identisch. Die Tüte befindet sich hier unter der Klappe. Vorn, schön groß, passt ordentlich was rein, sind Papiertüten. Weiterhin findet ihr hier den Motorschutzfilter. Das ist der Filter, der eine Kerbe hat. Es sind in jedem Tütenpäckchen zwei Filter drin, zwei weiße. Einmal eben mit Kerbe, einmal ohne Kerbe. Hier vorne unter die gelbe Klappe einfach einlegen. Tüte rein, Deckel zu, erledigt. Einen zweiten Filter finden wir hier hinten am Gerät. Unter der Gitterabdeckung gibt es den Abluftfilter. Der Abluftfilter ist auch in jedem Tütenpäckchen enthalten, ohne Kerbe. Eine Seite ist schwarz laminiert, eine Seite weiß. Die schwarze bitte nach oben, damit, wenn der sich dann so langsam zusetzt über die Zeit, nicht so unschön aussieht. Gitter drauf, die Sache ist erledigt. Hier lässt das Gerät die ausströmende Luft heraus, das heißt, hier wird die abströmende schmutzige Luft gereinigt. Als Alternative zu diesem einfachen Filter gibt es das Aktivfiltersystem. Das Aktivfiltersystem kostet bei uns als Dritthersteller-Produkt ca. die Hälfte als das, was Vorwerk dafür nimmt. Die zwei Teile runter, Aktivfiltersystem, wie es kommt, aufsetzen, einklicken, erledigt. Besteht aus Papierfilter, Mikrofilter und einem eingelegten Kohlefilter, der separat erhältlich ist und separat alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden kann. Bei Fragen ruft ihr an oder verfolgt uns auf Facebook, gibt mehr Videos und Informationen. Bis bald!